Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Okay, willkommen zurück. Wir gehen hier auf einen weiteren Quest zu. Und zwar ein Schmerz im Purpur. Ich hoffe, dass wenigstens diese Mission ein bisschen intelligenter ist als die vorhergehende. Ein Söldner? Du wirst für deine Taten bestraft werden. Ich habe deinen Sohn nicht ermordet. Das war ich nicht. Die Götter schicken dich, um mir zu helfen. Nicht wahr? Sag mir, was du brauchst, denke ich. Meine Hilfe kostet. Dieses Verbrechen bleibt nicht ungestraft. Sag mir, was du brauchst. Nemesis hat mein Flehen erhört. Was ist geschehen? Mein Sohn wurde im Porphyra-Lager ermordet. Sein Kopf wurde zerschmettert. Es war Kiteras Anführer. Ich hörte sie im Lagerhaus streiten. Warum bist du nicht eingeschritten? Du lügst! Geh zum Lagerhaus und finde heraus, wer meinen Sohn ermordet hat. Er verdient Gerechtigkeit. Dieser Mord wird nicht ungestraft bleiben. Welche Beweise hast du gegen den Anführer von Kythera? Dein Sohn hat sich mit seinen Töchtern eingelassen. Mit allen vieren. Töchter, ich hab's ihm verboten. Ich sagte ihm, was für ein grausamer und rachsüchtiger Mann der Anführer ist. Ihr Reichtum hat ihn geblendet. Sieh in der Festung nach, welche Geschenke sie ihm machten. Warum glaubst du, dass er es war? Wir nahmen ihn auf und gaben ihm Arbeit. Aber er hat uns bestohlen. Mein Sohn entließ ihn, warf ihn hinaus. Ich hab gestohlen, doch ich könnte niemandem was antun. Du hast ihm etwas angetan, als du ihn betrogen hast. Das heißt nicht, dass er ihn ermordet hat. Wo finde ich das Lagerhaus? Am Ende des Hafens. Es sieht jetzt aus wie ein Schlachthaus. Okay. Ich gehe zum Lagerhaus und werde mich umsehen. Finde heraus, wer der Mörder ist, Söldner. Ich sorge dafür, dass der Hund nicht wegläuft. Ich bin unschuldig. Du wirst sehen. Das ist der richtige Ort. Und eine Schatztruhe dazu. Das Armband sieht teuer aus. Es könnte ein Geschenk der Töchter sein oder ein Versuch, den Anführer anzuschwärzen. Nicht viel Blut. Der Schädel wurde zertrümmert, vermutlich mit einer stumpfen Waffe. Das muss die Mordwaffe sein. Sie ist voller Blut und sehr schwer. Der kleine Kerl könnte sie nie im Leben hochheben. Ich spreche mit dem Vater des Toten. Okay, die werden mich
sehen. Was hast du herausgefunden? Ich durchsuchte das Lagerhaus und fand ein Goldarmband und eine schwere Steintafel voller Blut. Siehst du, ich sagte, du findest Geschenke von den Töchtern des Anführers. Das beweist nicht deine Unschuld. Und was ist mit der Steintafel? Tafel? Ich weiß von keiner Tafel. Söldner, wer hat meinen Sohn ermordet? Dieser Wurm oder Kyteras Anführer? Soll ich das wissen? Wenn der Anführer so stark ist, wie du sagst, dann hätte nur er so eine schwere Tafel hochheben können. Dieser dürre Dieb hätte das niemals als Waffe einsetzen können. Dann töte Kyteras Anführer. Du wirst bezahlt, wenn er nicht mehr atmet. Und sorge für eine langsame und qualvolle Hinrichtung. So sei es. Danke, dass du meinen Namen reingewaschen hast. Okay, machen wir. Und du solltest dich mal wieder mal rasieren. Okay, das wird ein Massaker werden. Sind 1, 2, 3, 4 und der Anführer selber. Zusammenbleiben.
Okay, die scheinen ein bisschen intelligenter zu sein. Ein bisschen näher. Was? Zusammen bleiben. Ich töte dich. Aber nicht. Komm her. Ich werde mich noch um diesen Söldner noch kümmern.